Entweder sind wir total durchgeknallt oder wir haben die Marker doch nicht gestoppt. Oh Gott, Ellie! Nein, Alfred! Nicht den Gott. Ihre Chance, die Erde zu warnen, ist gekommen und vergangen. Wir kommen. Wir sind hungrig. Wir sind hier. Wir müssen uns beeilen. Sie sind jetzt dorthin unterwegs. Hey! Dann machen wir es wirklich? Ja, Carver. Wir fliegen nach Hause. Und jetzt müssen wir diesen Shockpoint-Antrieb installieren. Was genau machen wir mit dem Shockpoint-Antrieb? Die Ornithologen müssen einen Adapter gebaut haben. Sehen wir uns getrennt um. Okay, mal sehen, was passiert, wenn wir ihn zünden. Tarnungsmodus aktiviert. Abschirmung wird geöffnet. Warnung. Reaktor ist aktiv. Schädliche Radioaktivität registriert. Funktioniert? Nein! Wir müssen die Leistung verdoppeln. Und wie? Wenn wir ein paar Kraftstoffkugeln finden, können wir sie direkt in den Kern werfen und eine Überspannung erzwingen. Funktioniert das auch? Ja, wenn das Schiff nicht vorher explodiert. Den Schock initiieren, bevor das Ding sich selbst in Stücke reißt. Wir sollten uns einen Ausgang suchen.